Freunde, es ist soweit. Rowans Sorgen sind auch unsere Sorgen. Bitte was? Nein, eigentlich wollte ich sagen, willkommen zurück hier bei Tales of Xenia, Part 51 bereits und der Einmarsch in Felmont. Aber ja, Rowans Sorgen wollen wir natürlich auch uns anhören. Ah, what a relief. I should have known things would be fine at the manor. Yeah, Drissel really kept things together. Oh, I knew Lady Drissel would do fine. I have great faith in her strength of spirit. Then what were you so concerned about? I couldn't stop worrying that I had forgotten to shut off my bedroom lamp. You were that worried about a lamp? What if I had caused a fire? I couldn't get the thought out of my mind. I can relate to that. Once the worry sets in, it never leaves. Ever since I left home, I've been wondering if I remembered to close the lid on my bottle of dried gels. I certainly hope you did. Dried gels swell up and burst if they absorb too much moisture. Maybe I should send a letter home and ask Dad to check. We're on our way to pick a fight with a king, and this is what keeps you up at night? Alter, die haben Sorgen, ey, meine Fresse. So, auf nach Felmont! Going on. Hey, look! Isn't that the lab? The Lance of Kresnik is in there. Let's go. Elvin, ich warne dich im Fall, Alter. Wehe, du wachst. Wehe, du machst hier etwas, ey. Hat's gar nicht gebraucht. Was? Rücken auf den Mond, ja? Was ist eine Sidequest für uns? Ich habe einen Brief nach Fort Gandalamus, aber wegen der momentanen Notlage kann ich niemand ausliefern. Wir kommen da gar nicht rein. Was soll ich tun? Was soll ich nur tun? Ja, wir können es mal annehmen, aber ich bezweifle irgendwie, was etwas bringen wird. Ja, Westhotul muss von der anderen Seite herkommen, oder wie? Rückkehr nach Felmont. Was denn hier bloß passiert, ey? Das Labor war jetzt wo genau? Ist schon eine Weile her, wo wir das letzte Mal hier waren. Ich glaube, irgendwie Part 1 und 2 und so. War jetzt das Labor schon wieder? Forschungszentrum Sektor 2. War da unten war es? Genau, hier. Ja, ich erinnere mich wieder. Gut, also nach unten. Oh, das sieht übel aus. Back in Felmont at last. All thanks to you and the others. Can you believe this is where we first met? That feels like forever ago. 50 Parts, um genau zu sein. I suppose it does. This probably isn't something I need to say again. I know. There's no time for waxing sentimental. Right. Okay, Leute, wird also Zeit, die Lanze von Kresnik zu zerstören. Oder mal zumindest zu versuchen, wa? Was ist jetzt schon wieder? Are you okay? Mr. Eldon? Doc. Dr. Jude? Lie still. You're hurt pretty badly. Listen to me, Doc. She tricked us. One of the researchers was actually an Azhul spy. When I tried to arrest her, she blew up the entire testing chamber. We'll carry the wounded to the hospital. Come with me. It sounds like Gaius is making his move. We can't waste any more time. Gaius und Nachtigall. Wer ist wohl schlimmer, Freunde? Gute Frage, falls eigentlich mal auf Gaius tippen, war. Zumindest mal nach dem Intro war der, glaube ich, ein bisschen heftiger. Ja, und jetzt? Was zum... Ja, wo ist denn die jetzt bloß? Ich dachte, müsste da oben irgendwie... Okay, langsam Kresnik, wo waren jetzt die schon wieder genau? Alter, ist schon so lange her, Freunde. Lanz von Kresnik, genau, muss ich glaube da drüben und dort runter. War irgendwie so, war das doch. Nee, es war anders. Hä? Wo waren die jetzt schon wieder? Ich hab keinen Schimmer mehr, Freunde. Wo warten die?
Wo war die Lanze von Kresnik? Ach, es war irgendwo unten, aber mal Zugang dazu. Oh, sind richtig. Now what? Doesn't sound like knocking will get us in. The Lance of Kresnik is just beyond this door. There's got to be another way in. Let's look for it. Tja. Schöne Scheiße auch, wa? Leute, kann einer von euch zufälligerweise Japanisch oder Chinesisch oder so eine Schrift, das auch sein mag? Denn mich würde mal interessieren, was da steht. Kein Zutritt für Mila Maxwell. Ja, das glaube ich ja weniger. Ja, wie gesagt, würde mich sehr interessieren, was da wohl Schönes geschrieben steht. Ja, toll, wie kommen wir jetzt da sonst hin? Ja, versuch. Gut. Da geht's nicht hinein. Fährst du von oben nach unten? Was sind die anderen? Hm. Labor 3, Sektor 12. What? You okay? I don't know anything. I'm sorry. Isn't she? It's the mayor. Hang in there. The mayor of Hamil? They did say that the Rashagal army invaded the village. All the villagers froze and solid. No! No! Hey, come back to us. Don't give up. Oh no! Mayor! It's Professor House all over again. The villagers were frozen solid? What could that mean? Is this what Gaius's henchwoman meant when she said the power of a great spirit? This woman was knocking on death's door. She might have been delusional. Either way, this is unforgivable. I wonder if it'll work the same. Sehen wir uns doch mal an, Freunde. Was, der tote Bürgermeisterin? Ja, ist schrecklich, aber jetzt darüber zu quatschen. Wird sie auch nicht zurückbringen. Leider, leider Gottes. Was kann ich jetzt hier machen? Prüfen. Can this contraption help us? It might let us look in on the lance. Here's the video feed. That's remarkable, Jude. There's nothing there. Huh? The Lance of Kresnik is gone. Did that explosion destroy it? Surely it would leave some wreckage behind. Perhaps the Lance was moved before the explosion occurred. That's the only logical explanation. But moved to where? Mila, look! I found a recording of what happened. Is that the spy Mr. Eldon talked about? That girl. She's the one from our last visit. You're right. She was the one that attacked us. Hey, what she got there? It looks like someone discovered her ruse, so she detonated a bomb. But isn't she a Nazgul spy? If I were in her shoes, I wouldn't risk my life like that even if my cover was blown. In the game of espionage, a dead body can still provide valuable intel. Then how about this? Maybe she planned to blow up the lance all along, and Mr. Eldon finding her was just a coincidence. If Jude's theory is true, then it's likely that the girl didn't know the lance had left the facility. That means she's now either on her way to the location where the lance was taken, or trying to find out where that location is. In either case, we might find out something if we can catch her. According to the timestamp on the video, the explosion only happened half an hour ago. Then she's probably still in the city.
We need to find that girl. Oh ja, so schnell können sie die Ereignisse überschlagen, Leute. So schnell kann das hier gehen. Na gut, die ist nicht mehr da. Übel. So, was ist eigentlich da? Handeln wir mal und auch schon nach dem roten Mädchen. Im Mädchenrot kann ich eigentlich auch teleporten, raus ganz kurz. Geht sogar. Gut, ganz schnell. Wo ist jetzt das Teil schon wieder? Wo ist sie jetzt? Hä? Wo ist die Kleine? Kommt nicht durch, okay, von mir aus. Der tote Bürgermeisterin, ich will nicht darüber reden, es ist so traurig. Leider war. Eingefroren, wa? Könnte fast nach dem großen Geist des Wassers. So, wie ist denn jetzt der schon wieder? Der Oderbrücke ist sie vielleicht? Ja, komm schon. Mein Game-Instinkt täuscht mich doch nie. Oder selten. Nein, manchmal auch öfters. Komm schon, die ist doch irgendwo. Game-Instinkt, wo bist du? Im Arsch. So viel zu Michaels Game-Instinkt. Okay, hier ist sie also nicht. Wo könnte das Mädchen in Rot sein? Und vor allem, wo ist die Lanze von Kresnik? Und wer hat halt die Bewohner von Himmel eingefroren? Was ist wirklich der große Geist des Wassers? Dessen Name gar nicht mehr einfällt. Was ist hier eigentlich los? Ist vielleicht hier? Eher weniger, wa? Auch jetzt über noch lang gehen, ey. Gut, da waren wir bereits. Nach oben, wa? Oder Palast Eingangshalle, genau, gehen wir nach oben. Und suchen danach hier. Wo ist das kleine Gehör bloß? Wo ist die? Wo könnte sie stecken? Hey Jude, is that your school? Yeah, it is. I mean, it was. I doubt they consider me a student anymore. Bezweifle ich auch eher und trotzdem ist er noch Doktor, also das muss man schon sagen. Kann sie eventuell hier irgendwo sein? Alter, kann sie alles absuchen. Übel. Machen wir ganz kurz mal. Schulgeschichten Teil 1, nennen anders mal. Kein Bock auf Geschichten, da kann man nicht rein. Schade. Sackgasse auch noch. Ist natürlich ganz toll. Eine Sackgasse, was soll ich damit? Ich will das kleine Gör finden. Das Mädchen in Rot. Wo könnte sie wohl stecken? Na gut. Vielleicht doch nicht hier aus. Also sprich nicht hier im Gebäude selbst drin. Vielleicht doch eher außerhalb. Wo denn bloß? Vielleicht auch drin. Ach Leute, sie könnte überall sein. Das ist das Schlimme daran. Sie könnte überall sein, sich verstecken. Wie so ein feiges Hühnchen. So, ist der andere Flügel. Wo ist sie bloß? Wo ist sie? Gibt es mindestens mal ein Zimmer mehr? Okay. Nö. Auch nichts. Verdammt! Auch eine Sackgasse. Aber es hat auch sein Gutes, Freunde. Denn jetzt ist natürlich die letzte Möglichkeit, wo es noch sein könnte, natürlich immer mehr und mehr erschöpft. Hier ist sie also nicht. Von hier, von der Mitte her kamen wir. Okay. Wo genau eigentlich? Von unten. Gut. Dann könnte sie noch dort außen sein. Am Hafen, ja. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber, ich war doch schon sonst schon überall, toll. Ja, das wäre natürlich mal super. Also, wisst ihr, halten wir mal auch schon nach dem Mädchen rot. Ich bin hier im Vermont, dort oben geht es nicht weiter, okay. Aber da ist. Da oben ist ein Sumpf, da geht es garantiert nicht weiter.
Genau, das Mädchen oder müssen noch irgendwo in Vermont sein. Hey, in der Klinik war ich jetzt auch schon überall. Wo war ich noch nicht, Leute? Wo war ich noch nicht? Wo habe ich es übersehen? Ich habe dann im Zentrum, im Platt oder im Plaza wohl eher. Ach, 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 ach. Back in Fenmont after a 5-year absence. I never imagined my return would be like this. Das glaube ich dir gerne. Hier unten ist die auch. Wo ist denn die? Zurücktreten, wenn ihr meinen Finger fort, muss ich euch festnehmen. Vielleicht ist ihr dort. Ja, vermutlich ja weniger, aber. Ja, ganz tolle Scheiße drin. War ich ja auch schon. Hier drin ist sie doch nicht. Doch, aber da haben sie im Hinausgehen verpasst. Das wäre natürlich eine ganz tolle Geschichte. Tja. Wir müssen einfach alles auskundschaften, Freunde. Es geht nicht anders. Ja, irgendwo in der Stadt, aber das haben wir gerade gesehen und sie ist nirgendwo in der Stadt. Ich war dort überall. Die muss also irgendwo hier sich noch verstecken. Wo ist die Missgehöre? Wo ist sie bloß? Haben wir noch eine Tür, wo es da irgendwie weitergeht? Ja, nur noch zwei kleinen. Alter, die muss doch hier irgendwo sein. Ich bin doch nicht bekloppt und nicht mehr als sonst, aber... ja genau, hier ist das Land von Kresnik, genau. Oder war wohl er? Ja, dann vielleicht doch von oben und dann rein. Genau, dort waren wir ja, wa? Vielleicht ist er eher hier. Nö, ist auch nix. Wird immer schöner. Ja, von hier kommen wir gerade. Oder obwohl ja, von hier kamen wir gerade. Alter, wo ist denn die? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Eieieiei. Sonst hat sie nichts mehr, wa? Keine weiteren Räume? Nö. Gut, gehen wir wieder zurück. Und schauen uns hier rum. Kommen wir hier hoch? Ja, ich komme hier hoch. Aber ich komme hier nirgendwo weiter. Weder hier durch, noch hoch. Heißt also, ich kann nur hier außen herum. Schön, schön, schön. Das grenzt das Ganze ja ziemlich ein. Oder sollte es zumindest. Ja, da kann man wieder raus. Ist natürlich auch eine tolle Kacke. Kann man, ah, die muss irgendwo hier. Okay. Da muss sie garantiert nicht. Die muss irgendwo hier sein. Ich frage es bloß wo. Ja. Schön, schön. Geht uns auch nicht weiter. Okay, hier geht es also nicht weiter. Hier ist sie nirgends. Again with this one. Good performance, but terrible fuel efficiency. Ja, ja, Elvin, lass mal einen neuen Spruch einfallen. Okay, hier draußen ist sie garantiert nicht. Können wir vergessen, hier unten ist alles dicht. Mich und unsere Frauen, wieso kann ich hier raus? Wieso kann ich hier raus? Hier bin ich ja bereits nicht mehr in... Vermont, ich bin ja bereits draußen. Wieso kann ich hier... Ja, kann überall hin. Wieso denn das? Ja, aber Jude sagt immer, sie muss noch immer in Vermont sein. Also gut, suchen wir weiterhin im Vermont. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Wo ist denn die? Die alte Ziege? Wollen wir mit den Leuten quatschen hier? Ja, Terroristen habe ich gehört. Ja, schreckliche Sache. Angriffe. Ja, schrecklich, schrecklich. Von hier kommen wir. Ja, das gibt's nicht. Okay. Da rechts runter geht's auch nicht. Ist hier in der Mitte etwas Spezielles? Nö. Okay, seltsame Geräusche. Natürlich nicht mein Bier, aber trotzdem wichtig. Ja, ist sie ja auch nicht. Hä? Aber ihr war... There she is. The girl in red.
I know you. Yes, yes, yes! I finally get to finish you off! And it's not even my birthday. Sorry to interrupt your little psychotic episode, but we really need to ask you something. Why would I answer you, Claude? Wait, I have seen you before. Is it possible? Are you Lady Nadia of House Travis? Huh? I seem to be correct. But what would compel an heiress of one of the six ruling houses to spy for Azur? I don't know anything about that stinking house. I'm Agria the Shadowless of the Chimeriad. The Chimeriad again? So you're working for Gaius. What's it to you? You tried to destroy the Lance of Kresnik. Well, duh. We want to destroy it too. That makes us allies. If you know where the lance was taken, tell us. Like I'd tell you anything. Please, you want to destroy it for the same reason we do, right? Because it's dangerous? You reek. Oh, I've got an idea. Before I destroy the lance, I'll use it to blast Rashigul to itty-bitty bits! What is your problem?